Andreas, die ersten 8 Schritte. Wir setzen den rechten Fuß nach rechts, den linken ran. Den rechten Fuß nach vorn, dann setzen wir die linke Fußspitze nach vorn und schwingen gleich unsere Hüfte nach links. Dann machen wir eine Viertel-Linksdrehung, setzen den linken Fuß ab und den rechten Fuß mit einem Step nehmen den linken. Dann setzen wir den rechten Fuß nach rechts, schwingen unsere Hüfte nach rechts, wieder nach links und noch einmal nach rechts. Und diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Den linken Fuß hinter den rechten zur Seite. Den linken kreuzen wir über den rechten und setzen unsere rechte Fußspitze rechts ab. Dann setzen wir den rechten Fuß an den linken ran, setzen die linke Fußspitze nach links, machen eine Viertel-Linksdrehung, setzen den linken Fuß neben den rechten. Dann noch einmal die rechte Fußspitze zur Seite an den linken ran und die linke Fußspitze zur Seite. Diese 8 Schritte noch einmal, das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. Und ich fange die nächsten Tänze nochmal von dieser Seite an, damit man die anderen besser sieht. Noch einmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Den linken Fuß vor den rechten kreuzen. Den rechten Fuß nach hinten, den linken zur Seite. Jetzt schwingen wir unseren linken Fuß nach vorn. Dann setzen wir ihn ab. Machen eine Viertelrechtsdrehung, setzen den linken Fuß hinten ab und nochmal eine Viertelrechtsdrehung mit einem Chassis nach rechts. Den rechten zur Seite, den linken ran, den rechten Fuß zur Seite. Und diese 8 Schritte noch einmal. Das war der Ausgangspunkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Die nächsten 8 Schritte. Ein Rock vorwärts mit links. Den linken Fuß nach vorn, das Gewicht wechseln, wieder zurück. Den linken Fuß hinten absetzen und den rechten Fuß heben wir und kreuzen ihn vor den linken. Dann setzen wir ihn vorn wieder ab, den rechten Fuß, machen eine Viertel-Rechtsdrehung und heben das linke Knie. Und zum Schluss ein Cross-Shuffle mit links beginnen. Den linken Fuß vor den rechten kreuzen, den rechten dahinter einlocken und den linken Fuß wieder etwas nach vorn. Und diese Schritte noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und alles
Von vorn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. Und jetzt beginnt der Tanz wieder von vorn.